Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt euch ein Video zum Thema Manifestation gewünscht und deswegen habe ich ein Selbstexperiment gewagt, beziehungsweise stecke ich auch noch mittendrin. Und zwar habe ich mir eine ganz bestimmte Manifestationsmethode herausgepickt, die wohl auch am effektivsten sein soll, und zwar die 369-Methode. Die werde ich euch gleich vorstellen. Ich werde euch auch erzählen, mit welchen anderen Manifestationsmethoden ich die noch gespickt habe und wie es mir damit ergangen ist. Kommen wir erstmal dazu. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, was die 369-Methode ist und warum sie so kraftvoll sein sollen. 369, das ist der Tesla-Code, und 369, diese drei Zahlen, beschreiben die Welt der Frequenz. Alle anderen Zahlen beschreiben die materielle Welt, aber die Zahlen 3, 6, 9 beschreiben die Welt der Frequenz. Und mit diesen drei kann man wohl schneller und kraftvoller manifestieren. Und wie arbeite ich jetzt damit? Ich habe hier ein Buch, mein Journal. Ich bin heute bei Tag 17 des Experiments, was schon extrem vollgeschrieben ist. Denn, Obacht, das ist nichts für Leute, die sich keine Zeit für sich nehmen, sage ich gleich zu Beginn. Denn, also anders, man nimmt sich ein Thema und eine Affirmation, einen positiven Satz, der mein Ziel beschreibt. Und morgens schreibt man dreimal diese Affirmation, die das Ziel in der Gegenwart beschreibt, also so, als wäre es schon eingetreten. Bestückt das mit positiven Gefühlen und Emotionen. Das schreibt man, wie gesagt, dreimal morgens auf. Danach geht man nochmal 17 Sekunden in die Stille und versucht, dieses Gefühl, diese Frequenz, dieses positive, erhabene Gefühl zu erhalten, also Momentum aufzubauen und eine gewisse positive Frequenz auszusenden. Und man schreibt also diese Affirmation, wählt man, als ob man es bereits schon besitzen würde. Darüber können wir gleich nochmal genau sprechen. Dann mittags schreibt man diese Affirmation 6-mal auf. Auch wieder danach in die Stille gehen, 17 Sekunden dieses Gefühl halten. Und am Abend schreibt man das 9-mal auf. Ich erzähle gleich von meinen persönlichen Erfahrungen. Also am Abend dann 9-mal diese Affirmation aufschreiben. Und 9 ist die mächtigste dieser drei Zahlen. Also das am Abend ist auch das wirkungsvollste, kraftvollste, weil die ganze Nacht über dann auch diese Frequenz gehalten wird, die bleibt. Wie habe ich das Ganze jetzt umgesetzt, beziehungsweise für mich auch noch verstärkt? Also ich dachte, wenn ich das ausprobiere, dann halt richtig. Und ich habe mir nicht nur ein Ziel zu manifestieren ausgesucht, sondern gleich zwei. Ich hätte mich tatsächlich auch nicht entscheiden können, welches mir aktuell wichtiger ist. Ich arbeite an diesen Zielen auch wirklich schon sehr, sehr lange und habe da eine große Sehnsucht. Also ich wünsche mir das tatsächlich herbei. Und ich bin ja auch ein sehr ungeduldiger Mensch, was beim Thema Manifestieren halt tatsächlich auch nicht so einfach ist. Aber es hilft mir auch zu wissen, ich tue etwas dafür. Also ich sitze nicht nur einfach auf der Couch, vertraue in das Universum und warte halt, bis es eintritt, sondern ich tue tatsächlich auch noch was dafür, indem ich mich da halt dreimal am Tag hinsetze und schreibe. Das heißt, ich arbeite jetzt seit 17 Tagen mit zwei Zielen, also auch zwei Affirmationen. Das heißt, es sind immer zweimal drei Sätze, zweimal sechs Sätze und am Abend zweimal neun Sätze, also 18 Sätze, die ich aufschreibe. Und der eine Satz geht über zwei Zeilen, der andere geht aber tatsächlich sogar über drei Zeilen. Und ich verstärke das Ganze noch, dass während ich schreibe, höre ich heilende Frequenzen, und zwar 396 Megahertz. Das verstärkt einfach nochmal die Frequenz, die man selber erschafft. Außerdem höre ich immer mittags eine Hypnose zum Manifestieren. Und meine tägliche Meditation ist auch in 80% der Fällen eine Manifestationsmeditation. Also ich habe gedacht, das macht man übrigens 33 Tage lang.
diese 369-Methode. Und ich dachte, wenn ich das mache, weil ich wusste, es ist eine Überwindung und auch nicht einfach für mich, dann mache ich es tatsächlich richtig. Ja, wie gesagt, man macht das 33 Tage lang, weil das einfach ein sehr starkes Signal aussendet, zu sagen, ich bin bereit, ich bin auch bereit, etwas dafür zu tun, zu leisten. Und diese Ausdauer, die man ja beweisen muss, wenn man das 33 Tage lang macht, bestärkt auch einfach diese Willenskraft, die man hat und vermittelt ans Universum, hey, ich bin bereit, kann jetzt losgehen. Und das war tatsächlich das, was mich am Ende überzeugt hat, zu sagen, ja, ich glaube, das ist der Punkt. Ich muss Willenskraft beweisen, ich muss zeigen, dass ich das wirklich will. Und es macht auch ganz viel in einem drin, wenn man tatsächlich diese Affirmationen 3, 6 und 9 Mal am Tag für 33 Tage lang aufschreibt. Und bei mir ist es tatsächlich so, kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum persönlichen Erleben. Morgens fällt mir das super leicht. Also diese 2x3 Sätze am Morgen fällt mir super leicht. Da freue ich mich tatsächlich auch drauf, weil man ja automatisch, nicht ganz automatisch gleich, in eine bessere Stimmung kommt, in eine höhere Frequenz kommt und damit in den Tag startet. Auch das mittags nochmal aufzuschreiben, finde ich super schön, null Probleme. Aber abends diese 9 Mal, beziehungsweise in meinem Fall ja 18 Mal, sind eine echte Herausforderung und ich habe es nicht an jedem Tag gemacht. Ich würde sagen, es ist so, na nicht 50-50, ich würde sagen zu 60% setze ich mich abends nochmal hin und schreibe das jeweils nochmal 9 Mal auf. In den anderen 40% der Fällen bin ich tatsächlich einfach zu müde und kriege meinen Arsch nicht mehr hoch. Also ich muss mich zu den 9 Mal abends zwingen. Und ich bin Mensch, ich mache das. Also ich muss mich auch manchmal zum Meditieren zwingen, zum Yoga machen zwingen. Das ist auch völlig in Ordnung für mich, ja. Also wenn ich etwas will, dann muss ich da auch eine Willenskraft beweisen und mich selbst pushen. Aber manchmal habe ich einfach keinen Bock mehr. Mir tut dann auch die Hand am Ende weh. Oder ich bin einfach schon so müde. Ich bin auch davon weggekommen zu sagen, das ist das Letzte, was ich am Tag machen muss. Also bevor ich ins Bett gehe, schreibe ich diese 9 Mal auf, weil da bin ich einfach todesmüde. Also ich bin halt dann dazu übergegangen, es schon einfach früher am Abend zu machen und halt dann noch in die Badewanne zu gehen, Netflix zu gucken, zu lesen, was auch immer. Ich habe erst gedacht, somit halte ich diese Frequenz ganz kompakt, um dann damit ins Bett zu gehen und in den Schlaf zu gleiten. Aber es ist doch besser, es halt eher zu machen als halt gar nicht. Und deswegen musste ich das tatsächlich so ein bisschen an mich anpassen. Und ich habe, wenn ich das aufschreibe, komme ich noch nicht in eine gute Frequenz. Dann schreibe ich das halt runter, bin manchmal auch eher genervt, weil ich das halt da gerade schreiben muss. Aber ich habe noch nicht, nur weil ich diese Affirmation schreibe, dieses erhabende, tolle Gefühl, was ich brauche, um die richtige Frequenz auszusenden. Das kenne ich aber von mir. Schreibt super gerne mal in die Kommentare, ob es auch so geht. Deswegen hat es für mich auch nie funktioniert, 3 Dinge am Tag aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Weil ich dabei die Dankbarkeit nicht fühlen konnte, auch wenn ich das aufzähle. Es liegt nicht am Schreiben. Ich kann das nicht fühlen. Um das wirklich fühlen zu können mit meiner vollen Präsenz, brauche ich das, was danach kommt, dieses in die Stille gehen. Also passt auf, das mache ich dann wie folgt. Ich habe geschrieben, dann schließe ich die Augen, höre immer noch die heilenden Frequenzen und dann lege ich meine Hände geöffnet ab und beginne damit, dass ich erstmal tief in mein Herz einatme und dabei stelle ich mir ein weißes Licht vor, was meinen kompletten Brustkorb erhält. Also ich atme weißes Licht in meinen Brustkorb hinein und beim Ausatmen lasse ich alles los, was mich belastet, was ich nicht mehr brauche. Und je nach Intensität, wie das geht, ist diese Farbe halt entweder schwarz, was ich da ausatme, oder dunkelgrau oder grau. Also weißes Licht einatmen und schwarz im schlimmsten Fall ausatmen. So stelle ich mir das bildlich vor. Das mache ich so 2-3 Mal. Und dann sage ich zu mir, ich bin bereit zu empfangen. Ich empfange jetzt. Ich erlaube mir zu empfangen. Und da geht schon so ein Kribbeln in den Händen los. Diesen Moment liebe ich, weil du merkst, okay, jetzt geht's los. Jetzt sind wir dabei.
dann wiederhole ich meine Affirmation nochmal im Kopf und dann stelle ich mir das tatsächlich vor, wie das ist, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Wo bin ich? Mit wem? Wie sieht es um mich herum aus? Also bei der einen Sache ist es zum Beispiel immer Sommer. Ich weiß nicht, warum es ist immer warm und Sommer und die Sonne scheint. Deswegen hoffe ich, dass es sich zum Sommer hin manifestiert. Und indem ich mir das vorstelle, da komme ich in dieses Gefühl, da bekomme ich ein Lächeln ins Gesicht, da merke ich, wie mein Herz weit wird und wie ich die richtige Frequenz aussende. Und das funktioniert an manchen Tagen besser und an anderen schlechter. Also an anderen komme ich einfach nicht richtig rein. Dann schaffe ich das, wenn ich Glück habe, das so 17 Sekunden mal zu halten zum Ende hin. Aber ich brauche lange, um in das Gefühl reinzukommen. Und ich glaube, das ist halt auch etwas ganz Normales, weil uns ja jeden Tag auch andere Dinge beschäftigen oder nerven, was auch immer. Aber dieses Gefühl, wenn ich dann drin bin, ist so schön. Auch diese Manifestationsmeditationen sind so schön, weil man einfach so ein tolles Gefühl bekommt. Übrigens habe ich auch eine Manifestationsmeditation für euch aufgenommen. Die kommt auch diese Woche noch für euch online. Und wie könnte man jetzt zum Beispiel noch seine Frequenz erhöhen, indem man halt tagsüber auch noch Affirmationen hört, mit Mantren arbeitet. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Dankbarkeit. Wobei mir da tatsächlich nur hilft, eine wirkliche Dankbarkeitsmeditation, um dieses Gefühl zu erschaffen. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht hier hinsetzen, drei Dinge aufzählen, für die ich dankbar bin und habe so dieses Gefühl, was ich brauche, damit das einfach den Effekt hat. Genau, und das ist eigentlich schon die ganze Hexerei. Im Grunde ist es, muss man daran glauben, und ich glaube an Frequenzen, ich glaube an Energien, ich glaube an das Gesetz der Anziehung, dass das, was ich aussende, das, was ich bin, ich auch anziehe. Und wenn ich ein positiver Mensch bin, ziehe ich auch Positives an. Das hat sich in den letzten Jahren auch stark bestätigt. Und ich habe jetzt dieses, ich weiß, es fehlt nur noch so ein Stück, um das endlich zu manifestieren, was ich möchte. Und das habe ich aber, das habe ich einfach nicht erreicht mit dem, was ich sonst gemacht habe. Also musste ich da on top jetzt irgendwas draufsetzen. Und das war meine Motivation zu sagen, ich probiere das jetzt 33 Tage lang, diese 3-6-9-Methode, die nicht einfach ist, wo man auch wirklich Zeit und Energie investieren muss. Aber das war es mir absolut wert, weil mir mein Ziel das wert ist. Und man sagt halt, man kann nur ein Ziel manifestieren, wenn man das kennt, wenn man dieses Gefühl kennt, wenn man das auch schon mal irgendwie erlebt hat. Also da war so ein schöner Vergleich. Ein Kind kann sich nur ein Himbeereis wünschen, wenn es weiß, was Himbeereis ist. Machen wir jetzt mal das Beispiel. Man möchte sich einen Partner ins Leben manifestieren. Das möchte ich nur, wenn ich weiß, was Liebe ist. Wenn ich weiß, wie toll das ist, einen Partner zu haben. So als Beispiel. Es würde für mich zum Beispiel null Sinn machen, mir einen Ferrari zu manifestieren. Habe ich, also das gibt mir halt zum Beispiel so gar nichts. Genau, wie gesagt, ich bin jetzt bei Tag 17 und ich habe schon sehr gemerkt, dass ich mich sehr viel besser fühle. Ich hatte wirklich so ein Hoch von 10 Tagen. Dann hatte ich mal so ein, zwei schlechte Tage und dann bin ich schon wieder ins Hoch. Also diese Übung hilft mir tatsächlich auch, meine Energie sehr stark hochzuhalten. Das ist jetzt aber nichts, was ich auf Dauer immer machen würde. Ich mache das jetzt 33 Tage lang, dann mache ich definitiv eine Pause und überlege dann mal, also wie so eine Kur. Also man macht das mal 33 Tage, dann macht man das wieder ein paar Monate nicht, dann macht man es mal wieder 33 Tage. Genau, aber halt jetzt erstmal diese zwei Ziele manifestieren und ich möchte das als Videoform noch ein bisschen weiter begleiten. Das heißt, heute haben wir Tag 17, ich werde an Tag 33 mal so ein Videoschnipsel machen und erzählen, wie es mir so geht, wie es so läuft bei der Manifestation. Ich muss auch sagen, dass mir das hilft, dieses Vertrauen zu haben, dass es passieren wird und auch Vertrauen in mich zu haben, dass ich es wert bin, dass mir das passiert. Und das ist sehr viel wert, weil damit hatte ich halt echte Probleme. Und dann werde ich immer mal so dann nach einer Woche, nach zwei Wochen nochmal bis hin zu dem Punkt, wo sich dann mein Ziel
oder meine Ziele manifestiert haben. Und das werde ich dann am Ende nochmal zu einem Video zusammenschneiden und euch auch nochmal hochladen. Weil ich habe diese Methode tatsächlich auch nur angewandt, weil ich sie bei einer anderen YouTuberin gesehen habe und sie tatsächlich, also bei ihr war es eine, was mit Zahlen, was man tatsächlich nachweisen konnte, dass die Manifestation funktioniert hat. Und nur deswegen habe ich gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance, weil ich sonst so Schreibübungen eher kritisch gegenüberstehe, weil ich damit halt im Vorfeld noch nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, was tatsächlich, glaube ich, daran liegt, dass ich halt nicht in das Gefühl, in die Energie, in die Frequenz kam. Deswegen muss es bei mir auch diese Abfolge haben. Fühlt euch eingeladen, das auszuprobieren, aber ich bin ganz ehrlich, es braucht Zeit, es braucht Willenskraft, das muss man wirklich wollen, um das 3, 6, 9, 33 Tage lang durchzuziehen. Aber wenn ihr es macht, dann richtig. Dann verbindet das mit heilenden Frequenzen, mit Meditation, mit Hypnosen, alles, was geht, mit ätherischen Ölen, die euch bei dieser positiven Energiearbeit auch noch unterstützen. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg beim Manifestieren eurer Wünsche und eurer Ziele. Schreibt super gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch mit dem Thema Manifestation, also ein Ziel ins Leben manifestieren, schon mal prinzipiell auseinandergesetzt habt. Für mich ist das jetzt somit das erste Mal. Visualisierung habe ich schon mal so ab und zu gemacht, das fällt ja damit rein. Aber so richtiges, ernsthaftes Manifestieren habe ich vorher noch nicht gemacht. Und deswegen war es auch so ein bisschen Nervenkitzel und aufregend. Und ich kann es so prinzipiell, also für mich hat es sich jetzt schon gelohnt, weil ich mich so gut dabei fühle. Und wenn sich dann tatsächlich meine Ziele jetzt auch noch zeitnah manifestieren, also es soll ja mit der 369-Methode einfach schneller gehen, zu sagen jetzt. Und ich bin gespannt, wie lange jetzt dauert und werde euch auf jeden Fall berichten. Also schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr vom Prinzip der Manifestation? Habt ihr es schon mal probiert? Was könnt ihr empfehlen? Was habt ihr da schon mal gemacht? Würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es euch vielleicht inspiriert hat. Also schreibt auch gerne rein, wenn ihr sagt, ja, okay, ich starte jetzt auch mit der 369-Methode. Dann können wir uns ein bisschen austauschen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss! Und denkt dran, im Laufe der Woche gibt es auch noch eine Manifestationsmeditation von mir.